Und herzlich willkommen bei Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere ist jetzt leer und ich mache. Mein Name ist Christian Jensche 3000 und ich begrüße euch bei einer Premiere bei mir zu Hause, bei meinem Kanal mit dem Spiel auf der PlayStation 4 Code Vein. Ein Spiel, das in die Richtung Dark Souls geht, aber mit dem japanischen Verschnitt, Anime-Style und ja, naja, wer alles Dark Souls kennt, weiß, worauf es hinausgeht. Blutige Angelegenheit, hartes Spielen und ja, wir können jetzt erstmal hier die Regionsauswahl auswählen, immer Europa natürlich. So, Bildschirmanpassung machen wir auf 50. So, ja, also wie gesagt, Code Vein ist ein Spiel wie eine Art Dark Souls anscheinend. Ich habe mir haufenweise Videos angeschaut und es trifft ein bisschen zu, nur ein bisschen anders gestaltet vom Gameplay. Design etc. Und wir schauen jetzt erstmal hier rein, was uns hier erwartet. Wir spielen natürlich erstmal offline. Wir können erstmal die Einstellungen einstellen. Ich denke mal, da brauchen wir nicht viel machen. Außer vielleicht bei der Sprache. Audio-Einstellung, Stereo, okay. Spracheinstellung, genau. Gesprochene Sprache machen wir natürlich auf Japanisch. Weil es kommt ja aus Japan, also aus Asien, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, was gibt's da viel noch zu sagen? Ich würde sagen, wir starten einfach durch und schauen, was uns hier erwartet, wie das Spiel aufgebaut ist. Am Anfang wird es wahrscheinlich jetzt erstmal einen Charaktereditor geben, aber jetzt lassen wir uns erstmal überraschen. Ich bin auf jeden Fall heiß auf das Spiel, habe lange drauf gewartet, so wie eine andere Person, die vielleicht dieses Spiel auch sehen sollte. Und ja, wie gesagt, könnt ihr gerne mal liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord. Okay, den Namen lass mal einfach mal. Wir tun das erstmal uns auf das Aussehen erinnern. Wir nehmen natürlich weiblich. So, und das ist der Charaktereditor. So. Grundaussehen. Aha, okay, dann können wir ja schon mal Voreinstellungen übernehmen. Ja, dann sag, was sind das für Klamotten? So. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Oh, schwere Wahl, schwere Wahl, schwere Wahl. Ganz schwer. Oh Gott. Er hatte fast ja mit Vampire zu tun halt, ne? Also deswegen. Nee, wo war das andere? Da. Nehmen wir mal das. Yes. So. Erweiterte Einstellung, Figur, Proportionen, natürlich auf 20, easy, so Haut, die Haut können wir eigentlich lassen, sieht eigentlich ganz okay aus, Haare, was haben wir denn für Haarformen hier als insgesamt, Gott, was ist denn das, so, das sah gerade ein bisschen komisch aus, so, wenn wir das mal ein bisschen durchblättern. Ja, wir machen erstmal hier in der ersten Folge, denke ich mal, den Charaktereditor. Dass wir hier ein bisschen mal reinschnuppern können, was hier uns erwartet. Weil es gibt anscheinend viele Möglichkeiten. Aber wir müssen uns ja auch irgendwann festlegen. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ich muss das einfach mal aktivieren. Dann machen wir es auf der Seite. Erstmal. So, ganz oben sind dann die ganz normalen Standard-Kleinfrisuren. Aber ich stehe halt eher mehr so auf längere Haare. Sag ich das eigentlich auch nicht? Nee, doch nicht. Nee. Hat eigentlich auch was.
Oh, ganz lange Haare. Ach du, okay. Okay. So lange Haare wollen wir dann doch wieder wahrscheinlich nicht haben. Ja, dann bleiben wir einfach bei der Frisur hier erstmal. Wir haben hier. Ah, wir können hier eine blaue eine Strähne reinhauen. Alles klar. Dann nehmen wir natürlich. Ein bisschen verrückt. So, nee, da machen wir doch lieber. Das lassen wir doch mal lieber in Schwarz, wenn das so aufgebaut ist. Würde ich sagen. Und dann auch hoch und dann die Grundfarbe. Blau, wo ist Blau hier? Einer Tag, wie viele Farben gibt es denn hier? Hä? Wieso ist das jetzt anders? Ah! Oh, auch nicht schlecht. Lass mal das so, ne? Leute, lass mal das einfach mal so. So, Gesicht haben wir eigentlich schon, aber wir können ja mal gucken, was es hier noch so gibt. Ah, okay. Okay. Ich habe mich entschieden. So, Augen, Iris. Ach du Kacke, kann man auch noch ändern. Ei, dann zack, ey. Da bist du ja mehr beschäftigt mit den Einstellen statt hier. wir nehmen aber eine andere Augenfarbe. Das ist zu krass. So. Gut, okay, machen wir weiter. Augenbrauen, gibt es auch wieder verschiedene, aber ich denke mal, da können wir ja lassen, weil da haben wir sowieso nicht viel zu sehen durch die Haare. Die machen wir natürlich aber auch schwarz. So. So, separate Hauptfarbe, okay. So, Make-up, Wimperntusche und so weiter, Mascara, alles am Start. Ja, eigentlich brauchen wir da auch nicht viel machen. Sieht eigentlich noch gut aus. Kann man eigentlich lassen jetzt, ja. Narben brauchen wir nicht. Minkmaske. Okay. Phew, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich mache mir da noch meinen eigenen Charakter, aber dann nehme ich mir mehr Zeit dafür. Könnte man fast sagen. Aha. So. Ach, wir haben ja das ja auch noch. Ach du, einer mit dann. Guckt euch mal, wie viele Sachen es gibt hier. Wie soll man dann hier dann zufrieden sein? Das ist ja schlimm. Wieso nur außenrum? Das verstehe ich jetzt nicht. Wartet mal. Achso, halt. Ach, hier oben sind die gefüllten Farben. Genau. Die Lippen sind viel zu klein, finde ich irgendwie. Naja. Okay. Also, wir haben ja doch zwei weitere. Also, wir können echt voll viel reinballern, Leute. Das ist echt übel. Da habe ich mir gesagt, das brauchen wir noch rein, oder? Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Eieieiei. Weiß man ja Gott, was man machen soll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, Sommersprossen. Ne, brauchen wir nicht. So. Glitzereffekt. Oha.
Gut, okay. Weiter geht's zu Accessoires. Aha, da können wir hier vorne auch noch ändern. Ah, dann zack, wie viele Einstellungsmöglichkeiten. Hui. Da sieht man ja das Gesicht. Hä? What the hell? Oh my gosh, das ist ja heftig. Dann müssen wir das aber auch schwarz machen. Und Zweitfarbe machen wir. So, dann, was haben wir denn hier? Aha. Schal, Schal. Schlüssel. Okay. Ne, dann machen wir das hier weg. Wir brauchen eigentlich nur eins. Sozusagen, was haben wir denn noch? Wir haben hier noch Brillen. Augenklappe. Ja, die Brillen sind ja riesengroß, also das ist ja übelst. Ja, klar. Alles gut. Gott. Yeah. Oh ja. Das lassen wir. Aber auch andere Farbe in Schwarz. Und da machen wir weiß. So, Kätzchen, miau miau. So, was haben wir denn noch? Was ist das da? Rucksack. Achso, das ist eine Tasche hier an der Seite. Aha. Okay. Ein Sarg. Okay. Da kommt die kleine Tasche, das ist auch nicht schlecht. So, Handschuhe. Puh, Knieschoner. Okay. Fingerlose Handschuhe, gibt es das nicht? Doch hier. Ja, sozusagen. Machen wir das einfach rein. Dann haben wir noch einen Gürtel. So wie es aussieht. Und das ist auch wieder so ein Band. Eine Kette. Okay. Aha. Eine Halskrause. Okay. Das hängt da. Nee, das ist doof. Okay, was haben wir hier noch? Sticker. Ist klar, alles klar. Also, oh Gott. Wo ist da die Logik dahinter, Leute? So viel. Ohrringe. Aha. Boah. Okay, was ist das? Zeigt es bei mir gar nicht an. Zeigt irgendwie voll in der Luft irgendwie. Das müsste man eher persönlich noch alles einstellen. Das ist jetzt ein Katzenschwanz hinten, oder wie? Okay, lassen wir das einfach mal so. Kosten.
Du hast die Magiskosten überschritten. Bitte pass dein Kostüm. Oh Mann. Alles klar, dann machen wir einfach die Handschuhe weg. So, das sieht gut aus. Kleidung. Was nehmen wir denn für eine Kleidung, Leute? Standardkleidung am Anfang. Das würde eigentlich auch gut passen. Nehmen wir die hier. Farben. Ja, kann man. Warte mal. Weiß. Und. Hellblau. So, was ist das jetzt hier für eine Farbe? Ach, können wir auch noch ändern. Heiler, zack. Was ist jetzt das für ein... Okay. Ja, Leute, das ist ganz schön viel, was man hier gerade hier machen kann. Das ist gar nicht so... ja. Ganz schön viel eigentlich, wenn es darum geht. So, ich denke mal, das ist dann die... Ah, das sind die Schuhe, okay. Ich glaube, Rot passt besser jetzt. Ich muss einfach mal jetzt alles einstellen. Reinigungsmaske, okay. Brauche ich wirklich eine? Ich glaube, die ist kleiner. Ja, nehmen wir mal die. Maskenrahmen. Aha. So, das da. So, Stimme. Okay, Nemo. So. Okay, würde ich sagen, bleiben wir erstmal so dabei. Wir tun das Aussehen mal speichern. Wurde gespeichert. Alles klar. Gesicht ändern. Zurück zum Titel bestätigen. Nein. So, Grundaussehen. Ja, haben wir eigentlich. Ich bin eigentlich bis jetzt top zu. Ich bin eigentlich bis jetzt gut zufrieden. Bestätigen. Und der Name. Name, 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 Name. Gucken, ob das funktioniert. Okay. Und Spitzname natürlich Christian Angel. So muss es sein. Und nicht anders. Wenn das geht. Schauen wir mal. Genau. Perfekt. Zum Bestätigungsbildschirm. Okay. Also, wir haben unseren Charakter erstellt. Und ja, wir haben gerade so 20 Minuten hinter uns, würde ich sagen. Und ja, ich würde sagen, jetzt einfach mit Bestätigen des Bildschirms geben wir einfach dann zurück. Und würde ich dann mit sagen, dann starten wir das Spiel und dann schauen wir uns, was er erwartet. Wir machen dann eine extra Folge daraus. Und würde ich sagen, ja, bis gleich. Bis zur nächsten Folge mit Code Vein. Mein Name ist Christian Angel 3000. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.